Ich grüße euch. Wir sind natürlich bei Sons of the Forest, mitten im Winter. Unser Kelvin ist am Steine sammeln. Und wir müssen jetzt erstmal Bretter auf unsere zukünftige Terrasse raufschmeißen. Oh, das kriegen wir alles hin. Dann ist kein Problem. Aber ein bisschen schön haben wollen wir es hier ja auch, ne? Wir machen das so am besten, ne? Ich finde, das passt ganz gut optisch. Mal gucken, ob wir hier, das weiß ich gar nicht, überhaupt die Mauer raufkriegen. Ich hoffe es zumindest. Das weiß ich aber echt nicht. Noch nie ausprobiert. Wäre aber schon schön. Aber jetzt zimmern wir erstmal die Bretter rauf. So, wurde mal hier. Schneide ich alles sofort zu. Ah, wir sind noch... Ich war noch nicht schlafen. Also, wir sind noch in der gleichen Tor wie letzte Folge. Boah, das war ja noch nicht dunkel genug. Wir sind immer noch am zweiten Wintertag. Also, Winter begleitet uns noch ein Weilchen. Das geht so schnell nicht. Aber ist ja noch auch kein Weltuntergang. So, der kommt hier hin. Und der kommt hier hin. Wunderbar. Unser schöner Holzvorrat geht hier schon wieder voll zur Neige, Alter. Okay. Aber was wir hier auch an Holz verbrauchen. Eigentlich wundert es mich nicht, dass die Eingeborenen alle stinkig sind. Weil ehrlich sind. So, gehen wir mal her, die zwei. Aber aktuell haben wir keine Holzschlitten zur Verfügung. Kelvin bepackt die Olle mit Streunen. So, Zimmer hin. Oh, warte mal. Hier auch noch drin. Ungefähr. Der kommt da drin. Träumchen. Ein Träumchen. Aber jetzt wird es langsam dunkel. So. Wir sind noch am selben Tag wie letzte Folge. Aber ein bisschen was müssen wir sowieso noch tun mit Beleuchtung und so. Das kann so nicht bleiben. Das ist noch nicht gemütlich genug. Sehr schön. Ja, ja, ja. So, hier ist wieder alles leer. Den erstmal hier. Holz haben wir zum Glück genug auf Lager. Den Zimmer hin. Zimmer den hin. So. So, den machen wir erstmal den Dorren. So eigentlich nicht, aber egal jetzt. Der kommt hier drin. Der natürlich damit. Haben wir hier auch schon fast die Fläche vollständig zu. So, und dann werden wir gleich, wenn wir die Bretter drauf haben, natürlich testen, ob wir hier überhaupt eine Mauer drauf bauen können. Das wäre sehr formidabel. Hoffe ich zumindest. So, der kommt hier hin. Wunderbar. Der wie gehabt, da wieder hin. Ich glaube, wir werden ein Brett überhauen. Das ist nicht schlimm. Ich weiß bloß noch nicht genau, wo ich den Eingang der Mauer jetzt mache. Aber ich glaube, den werden wir hier vorne hin machen, dass vom Haus auf direkt rauskommt. Wäre wohl das Beste. Aber kleine Terrasse muss sein. Aber ich glaube, vorher, wenn wir einmal schlafen gehen, dann sind wir eh ausgehungert. Brauch nur noch ein Brett. Den müssen wir erstmal essen, tränken. So. Der kann erstmal dort liegen bleiben. Den werden wir erstmal kurz googeln. Jo, Kelvin haut schon den zweiten voll. Erstmal gucken, ob es überhaupt geht. Erstmal nur einen Stein mitnehmen. Also so auf dem Boden geht, das weiß ich. Geht's auch hier? Scheint fast so, ne? Ja. Ja. Ach, ist das ehrlich. Gut, wir gehen schlafen. Kelvin kann weiterarbeiten. Wir werden gemütlich für ihn mitschlafen. So, einmal speichern, habe ich schon welche nicht mehr. Und den schön gemütlich schlummern gehen. So, wir sind am Verhungern. Aber das war zu erwarten.
Oh, Fleisch ist noch nicht zurückgehen, Mannix. Hier, hau dir den Fisch rein, mein Freund. Essen, trinken, kriegst auch gleich. Wunderbar. Den kannst du noch mal reindrücken. Oh, es sollte reichen. So, es regnet doch im Moment. Müssten wir nicht jetzt eigentlich hier mal Wasser drin haben? Ich glaube, das Ding geht im Winter gar nicht. Hab ich so dieses Gefühl. Kevin, hast du es einfach gewagt, über Nacht Pause zu machen, oder was? Nee, er wagt es am Blumenkasten festzuhängen. Ach, Kevin. Ja, aber er hat viel gemacht, bevor festhing, ne? Er hat diesmal eine ganze Ecke geschafft, also daher. Lass mich doch mal trinken hier. Sehr schön. Muss ja alles gemacht werden. Was der an sich reinschlürfen kann, ne? Besonders im Winter. Ein Träumchen. Mach die Schotten wieder dicht, bevor Virgi wegläuft. Und den geben wir mal her hier. Die müssen hier eh runter. Jo, die müssen wir quasi einmal komplett runterziehen. Und ich glaube, hier in der Mitte werde ich den Eingang machen. Das müsste funktionieren. Da werden die Steine hier innen reichen. Das soll ja auch ein bisschen aussehen wie eine Mauer, ne? So, stecken wir erstmal außenrum ab, wa? Wäre wohl das Beste, bevor wir höher ziehen. Aber zumindest hat Kevin uns schon mal gut geholfen. Der hat schon mal sehr viel angeschleppt. Hier geht nichts hin. Warum nicht? Ah, doch. Er hat es noch nicht so mit der Hitbox. Moment. Ich habe es doch gerade gesehen. Das ging gerade. Jo. So, das war ein Mauerstück, das Post. Und hier würde denn... Der sitzt hier verkehrt. Der müsste dahin, genau. Ja, gut, sieht ein bisschen blöd aus, wenn man das Holz da unter sieht, aber... Und den denn hier so als Rampe vor? Ich meine, sieht man jetzt im Winter auch nicht wirklich, aber hier wäre dann der Eingang. Dip, 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 dip. Kevin, soll ich dich da befreuen? Brauchst du Hilfe? Es wäre eigentlich sehr schön, wenn du weitermachen würdest. Die Steine werden nicht reichen. Ich glaube, ich helfe dir doch mal, ne? Er hat sich durchgeflutscht. Ja, Kevin ist ein ganz Stalker. Er ist wie Chuck Norris. Wenn er nicht durchpasst, er kommt durch. Egal wie. So, hier fehlt nur einer. Ist das hier von hier oben nicht einfacher? Nee, ne? Nicht wirklich? Das ist sehr schön. Das wird jeweils eine gemütliche kleine Grillecke. So, so, so. Das ist von hier oben auch nicht wirklich einfacher. Gut, er hat so ein paar Hitbox-Problemchen. Oh, das ist ja das kleinste Problem. Ich habe nur zwei, ne? Ja. Oh, er ist auch wieder fleißig dabei. Sehr schön. So, Kelvin, hau hier mal hin, bitte. Das wäre ein Träumchen. Genau. Dankeschön. Zack und zack. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt nicht mehr stundenlang danach suchen, ne? Das hat ja schon mal geklappt. Auch wenn sie nicht reichen werden, aber es ist schon mal ein großer, großer Anfang. Sehr schön. Da fehlt auch noch. Erstmal einmal rundherum ziehen. Denn ich weiß noch nicht genau, wie ich hoch mache. Schon nicht wie da. So zwei oder drei hoch. Passt immer als Mauer, finde ich ganz gut. Ja, 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 ja. Da, 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 da. Aber Kevin hat uns hier gut geholfen.
gut geholfen. Wenn wir weit noch nicht so weit, müssen wir die Steine ständig selber suchen. Weil die sieht man ja auch so prickeln im Winter, ne? Das ist, kommt ja auch noch dazu. Ich weiß ja nicht, wo er die Steine auf dem Balkon her hat. Aber gut. Soll mir recht sein? Okay, und ich glaube, wir haben Besuch. Ja, würde ich fast behaupten. Muss gucken, könnte ein Beutel sein. Wo schießt du denn, Virgie? Dorfer See? Das sind schon wieder die Blobber-Attacken. Die müssen sowieso beseitigt werden. Zweifelsohne muss die ganze Welt von denen gesäubert werden. Ah, siehst du? Wertvoller Beutel? Ah, es waren ein paar mehr, aber... Hält sich alles nur ein Grinsen, ne? Spikes sind auch noch da, ja, ja. Waren die Bäume schon vorher da oder sind die nachgewachsen? Aber ansonsten, man sieht hier ja nicht allzu viel. Gelbe, wo rennst du hin? Ausgangsverbot! Du solltest die Steine hier drin suchen. Wenn Kelvin gleich wieder drin ist, dann machen wir die Tür zu. Nee, 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 der Mann haut aber auch gleich ab, ne? Man darf den nicht einmal aus den Augen lassen. Der ist wie Virgie. Die Beine muss man eigentlich festbinden. Er rennt sonst ständig weg. So, ich sehe zwar nicht viel dank der Schneesturms, aber Kelvin wird schon irgendwann wiederkommen. So, 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 sehr schön. Müssen wir bloß einen Blick behalten. Sobald er drin ist, geht die Tür zu. Virgie darf ja draußen rumtreiben. Virgie kann auf sich aufpassen. Kelvin nicht. Wo ist er? So, mein Freund. Tür kommt zu. Wir wollen noch nicht da vergessen. Sehr schön. Er kann hier drinnen Steine sammeln. Gut, so, hau hier rein. Die Lücke muss zu. Hier fehlt auch noch. Schon wieder Besuch? Fangen wir jetzt hier an. Klingt, ehrlich gesagt, ich müsste mal kurz gucken. Wie gesagt, hier hauen wir da sonst die Spikes und ein paar, siehst du, Palisaden, alles kaputt. Da muss ich leider nachgehen. Holzdiebe, sieh mal an. Ruhe hier. Gut, Virgie, gut. Ich kümmere mich um den Rest. Ruhe hier. Von Holzdiebe, die um ihren Captain Blobberbob geheult haben. Wer hat eigentlich diese schiefe Ecke gebaut? Kelvin, nein! Alter Kelvin, du kriegst eine Kette, die nur bis zur Tür reicht, nicht darüber hinaus. So, so. So. Sperren wir ihn gleich heute wieder ein. Nützt für alles nix. So. Kann hier, kommt hier keiner hin? Dann müsste doch eigentlich, ne? Okay, gut, hat sich automatisch verbunden. Warum auch immer. So. Mann, die Schneestürme hier, ne? Die. Kelvin ist wieder drin. Halten aber auch übelst lange an, ne? Gefühlt fast den ganzen Tag. So, dahin, dahin, dahin. Kelvin hat uns hier sehr gut beigeholfen. Sehr gut. Sonst wären wir bei weitem noch nicht so weit. So. Ja, es verbindet sich irgendwie automatisch.
Wunderbar. Bip, bip und bip. So, hier fehlt einer, dort fehlt einer. Sehr schön, hier kommt noch hin. Sieht schon irgendwie komisch aus mit Schnee dazwischen. Dip, 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 dip. Aber Kelvin immer noch fleißig dabei, hier siehst du noch. Oh, irgendwie verbindet sich das. Ich weiß nicht, von außen wegen dem Bretter unter passt die Höhe. Ich finde das ehrlich gesagt von innen ein bisschen schmal. Ich würde gerne noch einen draufsetzen, eine Reihe. Und ich meine, Bänke und Tische und so sind ja nur auch nicht so klein. Aber gut, ziehen wir die Reihe jetzt erstmal rum, dann sehen wir ja, wie es aussieht. Ja, 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 ja. Jo, danke, Kelvin. Ich weiß zwar nicht, wo er die alle herkriegt. So viel haben wir nie bei uns auf dem Grundstück liegen gehabt. Kelvin macht das schon. So, ja, erste neue Chunk Nurris. Und wenn er sich die Steine aus dem Erdreich zieht. Außer er kriegt sie. So. Haben wir schon wieder Besuch? Seht ihr nichts? Aber ich meine, ich habe jemanden heulen gehört. Das wird hier ja sowieso nicht geduldet. Aber ich wäre dem Spiel sehr verbunden, wenn doch mal zur Abwechslung etwas weniger Schneesturm herrschen würde. Das ist echt übelst lange, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier fühlt den ganzen Tag nur Schneesturm. Dafür sind wir selbstverständlich eben dritten Tochter des Winters, ne? Aber gut. Wie gesagt, mir kommt da jedes Mal vor, als wenn der Winter länger ist als die anderen Jahreszeiten. Vielleicht täusche ich mich auch, deswegen will ich jetzt mal mitzählen. Im dritten sind wir jedenfalls, ich tippe mal, auf fünftens bestimmt. Wenn nicht sogar sechs. So, gif mal her hier. Wunderbar. Dorf fehlt noch. Ja, ich werde noch eine Reihe aufziehen. Es sieht einfach besser aus. Aber schon erstaunlich, dass mit dem, was Kelvin gesammelt hat, wir zwei komplette Reihen rumgekriegt haben. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich echt nicht gedacht. Hat uns eine Menge Arbeit abgenommen, der Gute. Jo, sehr schön. Das hier sieht ein bisschen komisch aus. Aber gehört wohl so. Und den kommt hier mich jetzt noch ein Mäuerchen rauf. Bip, bip, bip. Aber jetzt geht auch Kelvins Vorrat zu Ende. Ah, ist von draußen natürlich gewaltig, aber von drin? Eigentlich okay, man will ja auch nicht von Nachbarn bespannert werden, ne? Beim Grillen. Also das muss ja noch auch nicht sein. Geh mal her hier. Mhm. So, ist schon gewaltig. Kann man eigentlich, den Eindruck habe ich so langsam, man kann die Steine, auch wenn man es wahrscheinlich ewig dauert, komplett als Hauswand benutzen, ne? Ah, ich weiß nicht. Es ist doch ein bisschen hoch, ne? Sogar von drin wirkt es ein bisschen hoch. Ich meine, gut, wir können rüber gucken, ja. Da bin ich mir nicht so sicher. Irgendwie sieht die Kleine ein bisschen besser aus, ne? Wie haben wir das denn hier? Hier haben wir auch drei hoch, ne? Ne, hier haben wir nur eine kleine Zweierreihe. Ne. Da haben wir eine Dreierreihe, allerdings haben wir hier ja auch kein Holz unter, ne? Ich glaube, mit dem Holz unter... Ja, ich mache eine Zweierreihe. Naja, besser ist das.
So. Müssen wir Kevin gleich mal stoppen, sobald ich ihn finde. Er soll keine Stone mehr sammeln. Ich brauche die Dinger wieder für Holz. Bip, 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 bip. Kevin, du Alte, wo bist du? Oh, Feuerei reicht voll und ganz. Wo ist er? Warte, Kevin, warte, warte, warte. Ja, schmeiß weg. Mach Pause. Genau. Wir haben genug Steine, mein Freund. Wir haben ihn genug. Sehr schön. So, die zwei, die er in der Hand hatte, werden wir hier nochmal rausschmeißen. Nutzen wir ihn erstmal als Lager. Und dann haben wir die anderen beiden zumindest wieder frei vor Holz. Schon wieder Besuch hier? Warte mal. Babys! Babyspeck, Babyspeck. Ich liebe euer Babyspeck. Lang nicht mehr gehabt, die jungen Spießengesellen. Die vor allen Dingen sehr aggressiven Gesellen. Haben wir alle erwischt? Ich höre noch was rumkriechen. Jo. Ach, die Babys mag ich. Die machen so gut wie überhaupt keinen Schaden. Palisaden uns auch nicht. Kevin hat es jetzt auf dem Eis bequem gemacht. Na, was will man mehr, ne? Ja, alles gut aus hier. Gut. Ein paar Steinchen brauchen wir sowieso noch. Dann kümmern wir uns jetzt erstmal um den Grill. Ich brauche aber auch noch ein bisschen Holz. Wir müssen halt die Bänke und das bauen. Und überlegen, wenn wir hier den Eingang haben, da den Grill zu machen, vielleicht aber auch in die Ecke, mal gucken. Dass wir hier dann so einen kleinen Tisch mit Bank hinkriegen, dass man hier noch so einen Gang zum Vorbeilaufen hat. Warum eigentlich nicht, ne? Gucken wir einmal ins magische Buch. Wo haben wir den guten Grill? Oder Kamin, besser gesagt. Grill gibt's ja nicht wirklich. Wir nutzen den Kamin als Grill. So, dann dreh dich mal ordentlich. Ich sehe gerade gar nicht, wo es vorne und hinten. Ich glaube, das hier ist vorne. Das sieht man hier ganz, ganz schlecht im Winter. Steht aber schon sehr weit ab, ne? Aber das kommt, weil der schief steht. Oh Mann, das sieht man hier aber wirklich sehr schlecht. Moment. Ich will den schon, wenn es möglich ist. Aber hier, der steht doch extrem schief. Gerade stehen haben. So steht er, naja, einigermaßen gerade, ne? Danke, Wucci, mal wieder Salat. Na, dazu sorgen wir nichts mehr, ne? Wieso ist hier die Tür auf? Tür zu. Tür zu. Danke. So, die Steine reichen wohl doch nicht ganz. Ich habe den vergessen, den Kamin mit einzuplanen. Naja, mal nix. Den kann der gute Kevin hier ja eh nicht fertig bauen. Hm, warum auch immer. Zumindest ging es beim letzten Mal nicht. So, hau erstmal rein hier. Ach komm, Kevin, weißt du was? Bevor du dir hier irgendwelche Erkältung holst, weil du hier gefrorene Hämorrhoiden am Arsch hast, hol lieber noch einmal Steine. Sind das die ersten Steine oder das waren die zweiten Steine, ne? Ich bin mir da immer nicht so sicher bei Kelvin. Das müssen sie unbedingt mal unterscheiden. So, ich hoffe, er holt jetzt die richtigen. Holt er die richtigen? Man holt er nicht. Kevin, stopp! 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 So, die Steine sollst du holen, mein Freund. Aber die hatten wir doch eben, oder? So, ich habe die jetzt Unterstöcke genommen. Da kommt man echt durcheinander. Welche Steine nimmst du, Kevin? Ich hoffe, die richtigen. Jetzt muss ich mal kurz beobachten. Nicht, dass er wieder die falschen aussammelt. Nein, nimm schon wieder die falschen, oder? Ja, ja. Kevin, Kevin,
So, wie nimmt der müssen? Das ja die über den Stücken sein. Das ist echt schlimm. Da müssen sie unbedingt mal irgendwie einen Zusatz zuschreiben. Steine flach, Steine rund oder irgendwie sowas. Damit man weiß, welche Steine was sind. So, mein Freund, ich muss dich Leute beobachten. Du kommst nicht raus. Zu die richtigen. Jo. Okay, jetzt hat er die richtigen. Sehr schön. Den nimmt die drei zumindest mit. Dip. Sehr schön. Ich meine, selber mitsammeln kann ich ja auch, wenn wir hier welche liegen würden. Die findet man im Winter ja super, super duper schlicht. Nö, die findet man eigentlich gar nicht. Zumindest sehe ich hier keine. Ich sehe überhaupt keine. Okay, ich muss Kevin steuern. Der kann anscheinend auch nur zwei schleppen. Dip. Naja, aber wir kriegen unsere Grillecke. Ich kann Kevin ja auch erstmal sammeln lassen ein bisschen. Ich hoffe, der steht einigermaßen gerade. Ah, nicht hundertprozentig. Aber vorher stand er schlimmer. Ich kann mich ja schon mal drum kümmern. Hier. Während er sammelt. Ein bisschen. Wegen Tisch und Bank und so, ne? Wir kennen das zur Order. Wo haben wir die denn? Stuhl. Genau, Holzbank. Oh, man sieht das hier auf dem Schnee so schlecht mit dem Baupläne. Das ist schon echt übel. Ach ja, ich vergaß. Die Bank hat eine Hitbox bis nach Timbuktu. Falscher Stein, Wutschi. Falscher Stein. Danke. Hier, schmeiß da hinten. Ich bin voll mit Steinen. Ich bin nur überlegen. Wenn ich hier jetzt den Tisch hinstelle, sind wir ja direkt vor der Tür. Das muss ich anders hinstellen. Und wenn ich es hier so hinstelle, das müsste doch passen, oder? Dreh mal. Ungefähr zumindest. So. Hier vorne der Tisch, dass wir so die Essecke haben. Dass wir hier vorne ein bisschen Platz haben. Es soll ja noch ein bisschen Licht auf dem Balkon. So, ich baue erstmal. Ja, sonst kommen wir da gleich nicht mehr ran. Erstmal die Bank fertig. Dann kommt der Tisch hin. So, nehmen wir zwei mit. So, ich glaube, den können wir jetzt aber auch noch ein bisschen dichter stellen, oder? Obwohl, dichter will ich ihn gar nicht. Man braucht ja auch ein bisschen Platz im Rücken, ne? So, den kommt jetzt der gute Tisch. Steht er gerade ungefähr, ne? Ich meine, wir können es ja alles noch gerade stellen. Die Sachen kann man ja zum Glück umstellen. So, was muss hier denn alles rin? Wenn ich Führung darf, Bretter... Okay, eins geht hier rin. Aber ich brauche trotzdem ein bisschen Holz. Ja. Dip. Keine Ahnung, was das jetzt ist. Zu kurz, wa? Mensch, sei doch nicht so verschwinderisch, meine Junge. Das kann man sich zurechtkleben. Bisschen Leim, bisschen Pottex. Dann passt das. Zuck, zack. So. Räume. Hier fehlt auf jeden Fall noch ein Brett. Jo, warte mal. Zack. Nehmen wir mit hier. Das muss ich erstmal hier noch die eine Bank anzeichnen. Da ist ein Tisch. Ich wollte eine Bank. Mal weg hier. Wunderbar. Da passt auf jeden Fall dann ein Brett mit rein. Es muss bloß natürlich erstmal der ganze Baumstamm rein. Virgi, steh mir nicht auf dem Weg. Ich bin hier schwer beschäftigt, Mensch.
Ich bereite hier gerade eine Werbeoffensive für Obi vor. Er muss natürlich jetzt alles ein bisschen ordentlicher sehen. So, so ist es so einigermaßen gerade, ne? Ja, gut, ja gut, ja gut, gerade ist relativ, ne? Warte mal. So schon besser? Hier passt das auch einigermaßen. Ja, ja, dann haben wir hier so eine Sitzecke. Das hier wird ja der Kamin, der als Grill fungieren soll. Und hier vorne in die Ecken wollte ich mich ein bisschen Licht stellen, damit wir auch eine kleine beleuchtete Terrasse haben. So in etwa. So, okay, wir hatten zwischen mal wieder ein paar Steine gesammelt. Den zimmern wir mal rein, die guten Dinge. Dankeschön. Ah, gut, 22 Stück fehlen noch. Wunderbar. Dip, 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 dip. Sehr schön. Na, haben wir es doch fast. So, jetzt fehlen noch 16. Zwei haben wir noch dort. Dann fehlen noch 14. Das ist ja noch nicht mehr so das Problem. Sehr schön. Zumindest sieht das schon aus wie ein Kamin. Gut. Dann lassen wir Kelvin ein bisschen sammeln. In der Zwischenzeit kümmern wir uns denn hier ein bisschen ums Licht. Und was ich halt auch gerne noch ausprobieren möchte, ob ich die Seiten hier irgendwie ein bisschen zugebaut kriege mit ganzen Baumstämmen oder so. Wird wahrscheinlich ein bisschen schöner aussehen. Aber mal abwarten. Vielleicht haben wir ja auch Steine dazwischen bauen. Könnte man auch ausprobieren, ne? Das ist so aus, als wenn es so fachwerkmäßig zwischen Holz und Stein ist, ne? Das wäre bestimmt auch cool. Das werden wir ausprobieren. Das machen wir allerdings morgen in der Folge. Für heute sind wir leider schon wieder am Ende. Schön, dass ihr da wart. Morgen geht's hier weiter. Bye, bye.